Anna-Maria Ferch-Itschi, die Trennung von Bushido fällt ihr sehr schwer. Anna-Maria Ferch-Itschi und Bushido sind das Traumpaar der Rap-Szene. Gemeinsam gehen sie durch dick und durch dünn. Doch die Beziehung ist nicht immer einfach. Die Beauty verrät, warum. Ehemann Bushido ist wegen seines Berufes oftmals unterwegs. Dann bleiben Anna-Maria Ferch-Itschi und die Kinder zu Hause in Dubai. Jetzt gibt sie zu, dass ihr die örtliche Trennung von ihrem Liebsten nicht immer ganz so leicht fällt. Anna-Maria Ferch-Itschi, die Sehnsucht nach ihrem Mann fällt ihr schwer. Im Jahr 2012 heirateten Anna-Maria Ferch-Itschi und Bushido. Der Beginn einer aufregenden Zeit. Denn neben der Musikkarriere des Rappers erblickten im Laufe der Jahre 7 Kinder die Welt, um das Glück der beiden endgültig zu besiegeln. Doch ist alles so schön, wie es von außen scheint? Anna gab für Bushido ihr Leben in Deutschland auf. Das Paar flüchtete mit seinen Kindern in die Metropole Dubai. Eine ganz schöne Umstellung für die gesamte Familie. Doch sie sind dort glücklich. Trotzdem gibt die 41-Jährige zu, ihr Mann fehlt ihr sehr, denn er ist beruflich viel unterwegs. Anna kümmert sich um die Kids und hilft da, wo sie nur kann. Ich bin und fühle mich sehr selbstständig, daher macht es mir keine Probleme, abgesehen von der Sehnsucht. Habe tolle Freunde und einen sehr ausgefüllten Tag. Und sowas hält unsere Liebe frisch, sagt sie zu ihrem jetzigen Lebensstil und zur Beziehung zu ihrem Mann. Aber sie gibt auch zu, er fehlt mir unfassbar. Dass Papa permanent unterwegs ist, macht anscheinend auch den Kleinen zu schaffen. Den Kindern erkläre ich, dass Papas Arbeit anders ist als die der meisten Menschen, wir dafür aber so leben können. Nächstes Jahr stehen so viele Projekte an, es bleibt spannend, erklärt die gebürtige Delmenhorsterin. Mit seiner angekündigten letzten Tour im Jahr 2024 König für immer, verabschiedet sich die Rap-Legende von den Bühnen. Vielleicht ist danach mehr Zeit für die Familie.